Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Streamstag. Wie Windows schon richtig gelesen hat, nein, es geschrieben hat oder gefragt hat, nein, es ist nicht Mittwoch, es ist heute Dienstag. Und ich dachte mir, ich streame jetzt mal am Dienstag. Ich hoffe, das funktioniert einigermaßen. Ich muss halt immer so doof nach oben gucken, weil ich habe zwei Bildschirme jetzt endlich da, sonst habe ich immer darüber geguckt. Ich habe meinen anderen Bildschirm da dahinter. Also wundert euch nicht, warum ich da nach oben gucke. Seele, vielen, vielen Dank für deinen Follower. Jetzt habe ich es gar nicht gehört. Warum hat das jetzt nicht bling gemacht? Weiß ich gar nicht. Und gestern hat der Michael gefollowt. Einen Moment. Ah, doch, da hat es jetzt blip gemacht. So. Seele ist zum allerersten Mal, wie kann denn es sein, dass du noch nie da warst? Das gibt's ja gar nicht. Du bist ja quasi ein alteingesessener Fan. Also das ist ja quasi unmöglich, dass du heute das erste Mal chattest. Verstehe ich gerade gar nicht. Ich hoffe mal, dass die Qualität einigermaßen hinhaut. Ich hoffe, dass die Tonqualität euch einigermaßen passt. Wenig Delay hat und so weiter. Bildqualität, ne, ich habe hier zwei Neonlampen an der Decke, es wird hier nicht besser werden. Ah, auf Twitch das erste Mal, okay. Aber hier mein Funkmikrofon dran, also ich hoffe, das geht, weil mit dem Kabel komme ich sonst irgendwie nicht ganz so hin, wie ich es gerne hätte. Ich werde öfter streamen, so mein Plan. Zwei, dreimal in der Woche wäre momentan mein Plan, dass ich streamen werde in Zukunft. Und da denke ich mal, wird Dienstag schon als guter Tag dabei rausfallen, weil wir ja früher auch immer Dienstag gestreamt haben. Bild und Ton ist top, sehr gut, Andi, vielen Dank dafür. Wir machen heute auch keine Software erstmal, glaube ich. Wir werden uns erstmal mit Hardware ärgern und Hardware quälen. Ich habe mein Stream Deck da. Ich habe auf Discord habe ich ein Bild gepostet von meinem Streaming-Aufbau. Ich habe mein Stream Deck wieder, das heißt, ich kann einigermaßen umschalten. Das heißt, die und nächste Woche streamen im Hexenhaus und übernächste Woche sind wir eh schon wieder bei Ehayo. Ist das Ganze schon wieder in gewohnter Umgebung und es wird wahrscheinlich wieder 5 Wochen dauern. Hallo, danke. Das Motiv hast du ausgesucht, du machst Drehbuch. Dann wird es wahrscheinlich wieder 2, 3 Tage dauern, bis alles wieder eingerichtet ist daheim, weil ich ja doch ganz schön viel umstellen haben müssen dafür, dass das jetzt alles funktioniert und überhaupt und nämlich. Von dem her, ja, es wird spannend, wann das Ganze wieder vernünftig läuft und so weiter. So. Erstmal nochmal alle begrüßen. Genau, Seele war da, Andi ist da, Windows hat schon geschrieben und der Dr. Holler ist da und noch 8 andere Leute scheinbar sind auch da, was mich sehr, sehr freut. Also ich, wie gesagt, habe vor, öfter zu streamen. Ich werde das kunterbunt durchmischen jetzt in Zukunft. Wir machen heute einen Stream, wo wir uns mit unseren geliebten Fallblattanzeigen uns ärgern werden. Also die, die was früher schon dabei waren, die kennen das noch. Die berühmte, berüchtigte Fallblattanzeige. Und morgen geht es weiter mit der Sensei-Hio. Da darf Matthias wieder Software programmieren. Und vielleicht streame ich Donnerstag oder Freitag nochmal oder so. Genau, die berühmte Flap-Flap-Seele, Seele kennt sie doch aus den YouTube-Livestreams. Ich werde es komplett neu gestalten, das Ganze. Ich habe da ein paar Ideen und die werde ich umsetzen. Ich werde die Woche, also heute streamen, morgen mit Matthias streamen. Ich werde definitiv noch einmal streamen, aber das seht ihr ja eh dann. Ich kündige das im Discord drin an. Ich gehe mal aktuell davon aus, dass ich vielleicht am Wochenende streamen werde. Eventuell Donnerstagabend nochmal oder eben Samstag oder Sonntagabend. Wäre so mein Plan. Ich kann auch mal tagsüber, ich kann auch tagsüber mal streamen, wenn ihr das gerne hättet. Kann ich auch mal. Also von dem her, bin da jetzt gerade noch sehr flexibel, was das anbelangt. Ich habe hier die Fallblattanzeigen. Also ich sollte vielleicht OBS aufmachen da oben, dass ihr auch seht, was ihr seht. So. Die Fallblattanzeigen, dann kann ich das alles ein bisschen rumschieben und hier so und da das, damit ihr auch den Chat lesen kann. Wundervoll. Die berühmte Fallblattanzeige. Ich habe jetzt mal die Minute da, die Stunde liegt da noch hinter mir. Ich habe 2 Stück mitgenommen. Wir schauen uns jetzt erstmal grob die Hardware an. Wir haben das komplett schon mal reverse-engineert. Wir haben den Schaltplan komplett analysiert. Da schauen wir noch mal kurz drüber, damit wir noch mal wissen, wie das in Original ausgeschaut hat.
Mein Plan wäre dann allerdings, dass ich die Originalelektronik komplett rauswerfe, weil die war schon etwas, naja, es war schon nicht nix. Das war schon viel Hightech drin mit Timing einhalten und so weiter. Das war nicht so ohne. Und mein Plan wäre, wir bauen eine komplette Platine, die da schön hinpasst, wo man einen Raspberry Pi Pico draufstecken kann und Thema erledigt. Wäre so mein Plan. Mit WLAN, dann holt sie das Ding einfach über WLAN die Uhrzeit. Alle, keine Ahnung, weiß nicht, wie oft man das machen muss, das passt. Und dann hat jeder quasi autark da irgendwas. Wir müssen uns das dann alles nur anschauen, wie wir das in Software machen, ob wir es in ESP Home irgendwie programmiert kriegen, ob man das in MicroPython programmieren oder sowas. Da bin ich noch komplett außen vor. Ich habe noch nie einen Raspberry Pi Pico programmiert. Wir müssen uns dann da sowieso einfuchsen. Wie funktioniert die Software? Was brauchen wir für SDK? Wie kann man es hochladen? Welche Programmiersprachen? Und, und. Da müssen wir uns dann miteinander einarbeiten, weil ich habe davon gar keine Ahnung. Also ich könnte jetzt einen normalen Mikrocontroller programmieren und wüsste, wie das geht, aber von dem Pico habe ich gar keine Ahnung. Theoretisch kann man es einfach über USB hochschieben. Das werden wir dann alles im Stream probieren soweit. So der Plan. Genau. Euch geht es hoffentlich soweit gut. Es ist bei euch hoffentlich nicht mehr so warm, wie es immer war die letzten Tage, weil es war schon echt ganz schön unerträglich teilweise, fand ich. Aber bei uns geht es aktuell hier in der Werkstatt. Ich bin in der Werkstatt. Hier ist echt ganz schön schwül und ich kann kein Fenster aufmachen, weil wenn ich das mache, dann habe ich hier 1 Million Flugtiere drin. Und das will ich jetzt nicht riskieren, weil doch das Licht an ist. Und ja. 26 Grad, okay, das ist jetzt, ja, also meine ESP-Wetterstation, die zeigt es leider nicht an. Da habe ich immer noch das Problem mit dem I²C, leider Gottes. Die zeigt mir keine Temperatur an, weil das Teil einfach immer noch nicht funktioniert. Die zeigt mir aber ESP Home One Device zumindest an, dass 0 km/h Wind sind und es aktuell nicht regnet. Das zum Thema Flugtiere. Also das funktioniert dann nicht. Und es zeigt an, dass er halt maximal 16 km/h Wind hatte. Also Wind funktioniert zumindest schon mal. Wenigstens irgendetwas finde ich schon mal ganz, ganz praktisch. So. Ja, alle an die natürlich, weil die ja meinen Stream gucken und von Matthias so viel gelernt haben, dass sie natürlich jetzt alle Software-Koryphäen sind, logischerweise. Man passt ja auch brav auf, wenn der EHIO irgendwas Schönes, Tolles, Cooles mit Matthias da macht und baut und tut. Deswegen kennen sich da alle aus. So, jetzt schauen wir uns erstmal die Faltblattanzeige an. Ich habe hier eine etwas weniger oder mehr hellere Kamera mitgenommen. Wenn es zu dunkel ist, müsst ihr was sagen, dann muss ich, ich glaube, ist das zu dunkel? Fingernägel hätte ich auch noch putzen können. Ist das zu dunkel oder geht es? Und da muss ich jetzt erst nur umstellen in Wissenschaft und Technik. Michael, schöne 20 Grad. Okay. Du hast heute frisch gefolgt. Gestern frisch gefolgt. Vielen Dank. Nee, heute. Vielen Dank dafür. Mikro, Mikro. Oh, der hat da irgendwie. Nee, der hat da Dings, der hat da die. Warum auch immer. Das Mikrofon von der Kamera da mitgenommen. Ist mir jetzt auch noch nicht passiert. Der hat das HDMI 3 quasi, also das von der Capture Card hat er drin gehabt. So, danke für den Hinweis. Wenn es zu dunkel ist, dann müsst ihr es sagen, dann muss ich quasi ein bisschen heller machen. Glaubt es. Aber mir ist jetzt unglaublich dunkel, also es ist halt auch schwarz auf schwarz. Müsst ihr jetzt sagen, Tick heller könnte es noch machen, glaube ich. Das sind die Original-Faltblatt-Anzeigen, wie ich sie zu sehr vielen Stück damals, vielen, vielen Dank dafür nochmal an die Hammi, wie ich sie damals von der Hammi bekommen habe. Die sind so, wie sie da sind, original, etwas heller. Hammi, 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 Hammi. So, da muss ich mal schauen, wo ich da jetzt drücken muss. Hier, das lassen wir so. ISO, was sind schon auf ISO 640. ISO 1000. Es wird aber auch nicht heller. Nicht wirklich gefühlt. Okay. Ah, jetzt.
Also viel hell habe ich jetzt nicht dazu gekriegt. So. Probieren wir es mal so. Gucken wir mal, ob es so funktioniert. Es ist halt schwarz auf schwarz. Also, wie gesagt, die sind original aus dem Hamburger Hauptbahnhof. Hat die mir die organisiert damals. Die hat mir eine ganze Reihe geschickt von denen. Minuten- und Stundenanzeigen. Wir haben damals eine Zeit lang überlegt, ob wir mal eine Follow-Anzeige oder so machen. Aber das geht leider nicht, weil ja 60 nicht bis 99 zählt. Und die Minuten haben, glaube knapp 70 Blätter gehabt und die Stunden haben, glaube ich, irgendwie 30 Blätter gehabt oder so. Das Ganze sieht so aus. Hier drin befinden sich eben diese Faltblätter, die Teile da, die drunter fallen, deswegen Faltblattanzeige. Und auf der Seite haben wir die Elektronik gehabt. So, es wird halt alles ein bisschen abenteuerlich, aber wir kriegen das auf jeden Fall hin. Mit der Kamera muss das. Hier haben wir die Elektronik drin. Die war extrem abenteuerlich. Die gucken wir uns heute auch nochmal an. Ich habe ja den Schaltplan hier komplett reverse-engineert, weil wir keine Ahnung hatten, wie denn das Teil überhaupt auch nur irgendwie funktioniert. Man hat hier nämlich ein Bussystem drauf gehabt, wo man Zeilen und Spalten ansprechen musste. Irgendwas war hier drauf und irgendeine Spalte oder so wurde über den Pin hier angesteuert. Also irgendwie sowas war das. Das war ultimativ kompliziert damals. Deswegen haben wir es komplett reverse-engineert. Da haben wir einen AC-Motor drin, das sieht man hier, entweder 48 Volt oder 110 Volt, dann dreht er mit 250 oder mit 300 Umdrehungen. Er läuft bei uns mit 48 Volt. Wir haben damals extra einen Trafo bestellt beim Mauser, den habe ich auch sogar wieder gefunden. Den können wir hernehmen. Also wir haben auch noch einen Trafo da. Das Ganze geht dann da oben vom Motor hier auf ganz viele Zahnräder. Da sind einige Übersetzungen drin. Und das Ganze geht auch noch hier auf diesen Omega, mit diesem Zahnrad hier hinten auf diesen Omega-Inkrementalgeber, Absolut-Inkrementalgeber, der gibt quasi die absolute Position von dem Faltblatt raus über seine Pins hier. Und wir werden uns direkt da drauflöten. Also wir werden quasi die Originalplatine komplett wegnehmen, hängen uns direkt an den Omega dran. Weil die paar Eingänge, die kriegen wir locker hin mit dem Raspberry Pi. Und da hinten, das wird ja hier mit einem Triac gesteuert, der mit dem Darlington angesteuert wird. Schauen wir uns dann auch noch an. Da packt man Opto-Triac rein und der soll den Motor ansteuern und Thema erledigt. Den Kondensator, den 100 Volt, den packen wir dann auch noch. Da packen wir so einen Kondensator mit drauf, wie er hier drauf ist. Und dann ist das Thema soweit erledigt. Kurz rauszoomen. Da sieht man jetzt auch die Faltblätter schon sehr schön. Und wie das Ganze dann funktioniert, da kann man hier seitlich irgendwo vorsichtig drehen, kann ich mich noch erinnern. Muss in die richtige Richtung drehen, dann soll es auch funktionieren. Es ging schwer, aber ich weiß, es ging. Oder musste man, jetzt tue ich da mal schnell mit einem Schraubendreher. Da mal rein. Ja, die Richtung funktioniert. Falsche Richtung, andere Richtung. Ja, jetzt sieht man das Blatt, das geht jetzt einen Tick runter. Und sobald es dann runter ist, hüpft es quasi, Tops auf, grüß dich, hüpft es quasi weiter. 5, 6, 7, 8. Das Ganze war so gebaut damals, dass er bei jedem Weiterspringen kriegt ein Signal von dem Inkrementalgeber und dann kann man quasi gleichzeitig abfragen, da war jetzt ein Blatt leer, dann müssen wir also irgendwie reingeprogrammiert kriegen, welche Blätter wo sind, dass wir wissen, was er gerade anzeigt. Das wird auch noch eine Herausforderung. Wenn es nicht klappt, dann fragen wir den ChatGPT, der wird uns das dann schon programmieren. Bin hier ganz zuversichtlich. 49, 55, sagen wir mal 57, 58, 59, 60 gibt es nicht. Also jetzt sind wir schon bei 61 Blättern, weil es war zwischendrin eins leer und dann fängt es wieder bei 0 an. Also haben wir quasi 61 Blätter drin. Ich glaube zwischen 29 und 30 war eins leer, oder? Wenn ich es richtig sehe.
Hoffentlich kriege ich es jetzt schön hingedreht. 27, 28, 29, 30, 31 ist leer. Okay, also wir haben 30 Blätter, dann haben wir eins leer und dann von 31 bis 59 und dann ist 60 wieder leer. Sie haben, glaube ich, 61, 62 Blätter dann entsprechend. Müssen wir halt dann irgendwie umrechnen, dass wir wissen, was, wo, wie hin muss. So viel zu dem Thema mit dieser Faltblattanzeige. Ich habe auch hergerichtet, weil wir das ja hatten. Oh, der ist so schwer. Oh, der ist so schwer. Oh, das ist der schwer. Da noch was dran gerade. Mal gleich runter. Das tun wir gleich runter. Ich habe unseren Trafo hergerichtet. Ich habe da hinten auch schon gleich 230 Volt reingehängt. PE habe ich mal da noch nicht angeklemmt, weil es wird überbewertet. Ich will ja nicht, dass der FI fliegt hier beim Stream. Den haben wir damals bestellt, weil wir wussten ja nicht, wie viele Faltblattanzeigen wir unterm Strich dann haben werden. Ich habe hier 230 Volt und auf der anderen Seite kommen raus 48 Volt und 6,6 Ampere, weil er schon ein bisschen Strom braucht. Also es ist nicht so ganz so wenig. Er braucht schon ein bisschen Strom, der Motor. Deswegen haben wir damals uns für den Trafo da entschieden. Das geht soweit. Wir müssen schauen, dass wir aus diesem Trafo irgendwie auch 5 Volt rauskriegen, also 48 Volt AC in 5 Volt DC ist schon eine Herausforderung. Wir können mal probieren, ob wir es irgendwie hinkriegen. Ich habe ein bisschen Spielzeug dabei, wo wir schauen können, ob wir es damit hinkriegen. Wenn nicht, dann müssen wir halt, ja, müssen wir schauen. Also theoretisch sollte man es hinkriegen. Ich mag nicht nochmal ein extra Netzteil oder irgendwas dazu packen. Das wird mich jetzt nicht sonderlich freuen, muss ich gestehen. Dann haben wir extra Netzteil dazu packen müssen. So, das dazu. Trafo erstmal auf die Seite. Ich hoffe, dass die Sicherung nicht fliegt, weil er ist doch relativ groß. So ist es jetzt nicht. Ich habe hier auch ein paar Raspberry Pi Picos mitgebracht. Pico W, weil wir eben WLAN brauchen, dass wir in die Uhrzeit uns holen können aus dem Internet. Die wollen wir ja aus dem Internet haben, die Uhrzeit. So, habe ich mal gesagt, ich hätte eigentlich Handwaschen sollen. Den ganzen Tag im Garten und überall am Arbeiten in der Werkstatt. Aber das wird eh überbewertet. Genau, also mit dem schauen wir uns das Ganze an. Der hat sogar eine LED drauf, also wir haben sogar eine Debug-Möglichkeit. Dank LED, also die von mir beliebteste Debug-Möglichkeit, die es so gibt. Eine LED, die blinkt und leuchtet. Mehr brauche ich ja eigentlich nie. Wie kennt es mich ja. Dann habe ich uns mitgebracht ein Pack mit Jumper Wires. Die habe ich dabei. Habe ein paar Widerstände und so Zeug habe ich auch noch eingepackt. Ich habe schon mal Opto-Koppler mitgebracht, dass wir da ein bisschen spielen können. Mox, ich glaube, dass die vielleicht sogar reichen könnten für den Ganzen. Ich habe hier ein Wirt 7 bis 28 Volt auf 5 Volt. Vielleicht kriegen wir es mit dem irgendwie hin. Ich habe uns auf jeden Fall auch noch mal ein Breadboard mitgebracht, dass wir das Ganze irgendwie aufstecken können. Und was habe ich sonst noch dabei? Ja, ein bisschen Dioden, Kondensatoren und so Zeug. Was man halt so braucht, wenn man ein Netzteil bastelt. Ne? Stiftleisten habe ich auch dabei. Und irgendwie habe ich sogar einen Lötkolben. Und nochmal ein Brettboard, ein kleines. Und nochmal ein ganz kleines Brettboard. Alles dabei, was man braucht, hätte jetzt mal gesagt. Ganze Handvoll Jumper Wires. Hier nochmal Männchen, weil die sind nämlich Mangelware, habe ich gesehen. Ich habe auch nochmal einen USB nach Serialwandler dabei, den wir für die ESPs genommen haben. Ja, als hätte Hollo gesagt, an was ich denken muss, gell? Hast leider nicht, weil wenn es gesagt hätte, wäre es zu spät gewesen, weil hast du nämlich heute gesagt, wann was ich denken soll. Da haben wir eine ganze Reihe Mox dabei, mit denen müssen wir mal schauen, wie viel Strom die abkönnen. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung, wie viel Strom der Motor braucht. Im Zweifel hätte ich gesagt, steuern wir mit dem Mox einfach den Triac an, der auf der Platine ist, löten wir den aus und nehmen den her. Sind wir ganz schmerzbefreit, bin ich ganz schnell easy dabei, hätte ich gesagt. Heute schauen wir uns zuerst mal den alten Schaltplan noch an, dass wir wissen, wie das Ding
funktioniert. Ne, Lötzinn und Lötkolben habe ich sogar hier. Ich habe hier eine alte Icon Nano von mir hier stehen im Hexenhaus und auch eine Rolle Lötzinn. Also da bin ich zum Glück ausgestattet. Alles da, was man so braucht. Ich habe hier einen dicken Kondensator, 2200 Mikrofarad, 50 Volt, weil ich will eigentlich probieren, ob das nicht gehen würde, wenn wir den Trafo nehmen und einen Einweggleichrichter machen. Also sprich, wir hängen nur eine einzelne 4004 dran, gehen mit der runter aufs Breadboard, richten das Ganze gleich. Ob man da nicht irgendwie, klar, unter Leerlauf ist ein Problem, vermutlich mal. Wahrscheinlich müssen wir eine 10er-Diode oder was dahinter machen. Deswegen haben wir einen 50-Volt-Kondensator, der wird das scharf können. Die Frage wäre nämlich, ob man da irgendwie das so weit runterkriegt mit einer 10er-Diode irgendwie unter Belastung, dass ich das mit diesem Step-Down-Wandler 7 bis 28 Volt irgendwie hinkriege. So wäre mein Plan. Wäre die einfachste Lösung, weil dann hätten wir da relativ schmerzfrei das ganze Zeug raus und hätten unsere Spannung. Ob es funktioniert, schauen wir uns. Weiß nicht, ob wir es uns heute mal anschauen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wie motiviert wir alle sind. Und wie motiviert ihr seid mit dem Ganzen. Ob euch das Projekt überhaupt taugt. Vielleicht taugt es euch ja gar nicht. Vielleicht sind gleich nur noch drei Zuschauer da, weil sie alle sagen: Na, so ein Scheiß interessiert mich nicht. Man kommt entweder Kaffeemaschine, dann wird es halt kürzer. Sonst wird es länger. Da steht ein Stift raus. Das ist ganz schön gemein, weil da kann man sie ganz schön blöd stechen, habe ich gerade gemerkt. Nicht, dass ich ihn jetzt rauskriegen wird. Jetzt. So. Ab in den Mülleimer. So, also wir haben da echt ganz schön viel Spielzeug vor uns. Lötkolben haben wir auch da drüben liegen. Den müssen wir uns dann auch holen. Aber das meiste werden wir vermutlich mit dem Steckbrett machen. Das sind im Übrigen Gridfinity-Teile. Die habe ich vom Maker World oder so runtergeladen irgendwo. Die sind total praktisch, weil da die Jumper Wires einigermaßen sortiert sind. Ich habe bis heute noch keine Idee, wie man vernünftig Jumper Wires sortieren sollte, könnte. Ich glaube, so ein Rechen hier mittig nochmal rein wird das Ganze nochmal ein bisschen stabiler machen und besser aufräumen. Aber das ist momentan meine einzige Möglichkeit, wie ich die irgendwie vernünftig sortiert kriege. Sonst immer am Verzweifeln mit Jumper Wires. Mal abgesehen davon, dass Jumper-Wires die Eigenschaft haben, sich in Luft aufzulösen. Wer kennt das Problem, kennt es sicher auch, oder? Man hat eine ganze Horde Jumper-Wires und zack, sind sie weg. Wie oft ich ein neues 10er-Backerl aus der Schublade genommen habe, weil weg ist echt nicht zu glauben. So, sind wir noch bei der richtigen Kategorie Wissenschaft und Technik? Habe ich das jetzt eigentlich eingeben? Hat er das übernommen? Wissenschaft und Technik. Ich glaube, er hat es übernommen. Wenn nicht, dann hat er es jetzt übernommen. So, und wenn nicht, dann könnten Sie auch meine Mods ändern, die ich habe. Wäre ja nicht so, dass ich nicht Mods habe, die auch Arbeit tun. So, dann schalten wir mal um zum PC-Bildschirm. Da habe ich nämlich einiges vorbereitet. Ich glaube, die Taskleiste unten, die kann ich euch ausblenden. Die braucht es nicht unbedingt. So genau hergeht. So. Bisschen rüberschieben. Ja, die Symbolleiste wäre schon noch ganz praktisch, vermutlich. Das passt. Wollen wir mal nett so sein. Oh, jetzt bin ich da drüber. Das geht nicht. Das geht nicht. Display Capture darunter. Ach so, weil ich unsichtbar bin. Ha, da muss ich auch noch drunter. So. Weil dann sitzt es einigermaßen. Genau, 100er Pack bestellen. Am Ende sind es dann immer nur wenige. Das geht mir immer so. Ich habe da immer ja diese. Also es gibt ja diese 100er Packs, wo verschiedene Längen drin sind. Ich habe ja immer die 10er Packs im Shop gehabt damals. Und diese 10er Packs, die verdampfen. Also die tut man raus. Und dann sind es quasi instant in dem Moment, wo man sie aus der Packung rausnimmt, zum Laborplatz trägt, sind ja eh nur noch fünf übrig. Und wenn man dann bastelt und aufbaut und macht und tut, ist halt dann meistens so, dass am nächsten Tag von den fünf gar keine mehr da sind. Und dann kann man schon wieder ein neues Päckchen nehmen. Also Jumper-Wires, Kugelschreiber, Feuerzeuge sind, glaube ich, so die. Da gibt es ein schwarzes Loch. Irgendwo wird es im Universum einen Planeten geben,
wo ganz viele Jumper-Wires, Feuerzeuge und Kugelschreiber drauf liegen, weil die da alle hingebeamt werden von irgendwo. Wäre so mein ganz, ganz, ganz starker Verdacht dazu. So, dann schauen wir uns mal den Schaltplan an. Ich habe tatsächlich geschafft, Pulsonix wieder zu starten. Ich habe gefühlt seit 1 Milliarde Jahren keine Platine mehr gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt noch kann. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt noch funktioniert. Ich habe echt lang nichts mehr gemacht und das Einzige, was mich total freut, ist, dass ich nichts verpasst habe, weil es zum Beispiel von Pulsonix noch immer keine neue Version gibt. Ich habe hier Version 12.5 und die aktuelle Version von Pulsonix ist 12.5. Eigentlich hätte, glaube ich, letztes Jahr eine neue Version rauskommen sollen. Also der macht ja immer jährlich so eine neue Version und die 13 hätte, glaube ich, letztes Jahr rauskommen sollen. Ist sie nicht. Ich habe also zum Glück nichts verpasst. So Leute, dann schauen wir uns das mal an. Das ist die Originalplatine, der Originalschaltplan, die Originalplatine. Die haben wir hier so liegen. Die haben uns hier dahinter gelegt gehabt, sieht man so ein bisschen, ja, so dezent ausgegraut, sieht man die Platine im Hintergrund. Die haben uns quasi hier drüber gelegt gehabt, haben unsere Bauteile, die da drin sind, drüber gelegt und die ganzen gelben Linien, die man hier sieht, sind dann unsere Verbindungen. Die haben wir damals nachgemessen, komplett mit Multimeter oder haben gesehen, wo die Leiterbahnen entlang gehen, haben die ganzen Verbindungen hergestellt. Ich habe natürlich nicht geroutet, weil ich muss ja nicht die originale Platine nachbauen. Aber ich kann dann quasi aus dieser Netzliste hier, die wir erstellt haben mit diesen Verbindungen, daraus konnte ich dann diesen Schaltplan generieren. Den haben wir auch relativ lang gebraucht, weil das war schon etwas, es war schon tricky, wie sie es gemacht haben. Also die Firma Omega, die kam glaube ich aus der Schweiz. Die haben das schon echt, oder kommt wahrscheinlich, vielleicht gibt es sogar immer noch, Omega-Uhren. Die haben da schon ganz viel. Die haben da schon echt viel Arbeit reingesteckt. Es gibt eine Ansprache für Zeile. Das ist das, was ich gesagt habe. Das hängt auf diesem blauen Wannenstecker mit drauf. Und es gibt eine Ansprache für Spalte. Da geht man quasi beim einen rein, da kommt man von oben mit einem Kabel daher oder von der Seite mit einem Kabel daher, lötet das an und geht zum nächsten weiter irgendwie. Da hat man quasi die Spalte selektiert. Hier hat man die Zeile selektiert. Und dann gab es noch einen Start. Und dieser Start hat uns entsprechend die Daten freigegeben. Und zwar hat er dann da oben irgendwo D, da oben diese Flipflops da gestartet. Es war ein Prozedere. Dann gab es da irgendwie eine Startup-Condition. Am Anfang hat er da irgendwie eine Zeitkonstante gemacht mit diesen Transistor-Geschichten da, dass er dann irgendwie am Anfang erst nichts gemacht hat. Damit der Motor läuft, muss das auf Null runtergehen, das D. Und Clock braucht eine steigende Flanke. Und eine steigende Flanke kriegt man irgendwie hier, wenn man die Spalte adressiert und die Zeile adressiert. Und es war noch irgendwas anderes. Also es war nicht leicht. Das waren Modes. Wir haben lang gebraucht, damit das Ganze funktioniert ist. Damit Motor läuft, ICA 1 dafür, die 0, Clock, steigende Flanke. Wir haben echt lang getüftelt damals. Es war echt nicht ohne. VCC Motor, der Motor hatte die 48 Volt, hat er hier auf diesen Kontakten gekriegt. Die Schaltung selber lief mit 5 Volt, soweit ich mich erinnern kann. Und der Inkrementalgeber. Hier 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Der Inkrementalgeber hatte Pull-ups drin und schaltet quasi, der dreht quasi Richtung Masse. Jetzt muss ich mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pins hat er. Genau, eins davon ist Masse. Und da hinten ist ein Pin abgebrochen, glaube ich, sehe ich gerade. Also, es schadet auf jeden Fall nicht, dass wir neue Elektronik bauen. Weil, wenn da die Pins auch schon abgebrochen sind und so, dann kann man sich da deutlich besser behelfen, wenn man einfach die Platine dann durchtauscht, soweit. Man muss halt auslöten. Aber dafür gibt es ja auch Möglichkeiten. Genau, und dann wird das Ganze hier ganz hinterrücks, hier hintendumme über den angesteuert, ging runter hier auf diesen darlinkten Transistor und der darlinkten hat uns dann hier mit den 5 Volt vom VCC hier diesen Triac durchgeschaltet und der hat uns dann
den Motor anlaufen lassen. Wir sehen hier nochmal die Schaltung. Der Motor hat zwischen dem und dem Pad den Kondensator mit drin. Und die zwei Pads da unten sind einfach Masse. Da gibt es auch auf dem Motor nochmal eine Schaltung drauf. Schauen wir, ob ich das da durch das Loch gezeigt kriege, dass wir gerade drauf schauen. Wir das hin. So vielleicht. Da gibt es auf dem Motor, wo habe ich es gesehen? Achso, auf dem nicht. War das auf dem anderen Motor? Oh, jetzt muss ich mal kurz, ohne dass ich das ganze Zeug umwerfe hier, die Stundentafel holen. Nicht Minuten, genau, bei dem, beim Stundenmotor. Da kann man sehen, wenn ich es jetzt irgendwie nur schaffen sollte, in die Kamera zu halten. Da kann man sehen, wie die Kondensatoren angeschlossen sind, wie die Spulen angeschlossen sind. Das heißt, der geht quasi hier mit 48 Volt rein. Da ist der Kondensator dazwischen und die zwei da hinten sind kurzgeschlossen und das ist dann entsprechend unser Masseanschluss. So haben wir das da realisiert, das Ganze. So, dann haben wir soweit den alten Schalter analysiert. Das war echt, ich weiß, und wir haben da echt ewig rumgemacht. Wir haben da brutal viel Arbeit investiert, das Ganze hinzukriegen, weil das schon echt, ja, es war schon tricky. Also die haben sich schon was überlegt. Und wir haben auch keine Ansteuerungsplatine gehabt. Das heißt, wir mussten uns aus dem Ganzen raus das alles überlegen, wie es denn funktionieren könnte. Und haben dann damals, wer die Streams nachgucken will, auf YouTube sind die noch drin. Und wir haben damals dann unsere eigene Platine gebaut. Mit extrem wenig drauf, also viel ist nicht drauf. Es war ein XMC 1100 drauf, also ein Mikrocontroller, ARM, Cortex M0. Wollte unbedingt der Matthias wollte einen Cortex M0 drauf haben. Ich glaube, Infineon ist XMC. Und der war hier verbaut. Wir haben ein komplettes Mäuseklavier mit verbaut gehabt damals, um eben die Adressen einzustellen und so weiter. Denn wir haben auch RS-485 mit verbaut. Wir wollten das Ganze über einen RS-485-Bus ansteuern. Also eben hier der RS-485-Koppler. Hier nochmal ein Jumper für Lötjumper, um den Abschlusswiderstand reinzupacken. Da sind wir quasi direkt mit einer Buchsenleiste, die wir seitlich dran gelötet haben, direkt an den Flap-Flap dran gegangen, Zeile Start und haben da quasi alles angesteuert. Wir brauchten nochmal einen extra Pin, den haben wir auch irgendwo gehabt. Zeile Start, da Spalte. Wir brauchten nochmal einen extra Pin, weil die Spalte musste man natürlich rüberlöten. Das war ein bisschen unschön, aber es hat funktioniert. Wir haben das Ding laufen gehabt. Ich weiß nicht mehr, wie der Endstand war, aber es hat an sich schon so ein bisschen funktioniert. Also hier haben wir quasi unsere Standardplatine, das war die Oberseite. Hier nach oben, DIBA kann man mit rausgeführt, das war unser ADC-Pin. Die 48 Volt und hier 5 Volt BA Ground für den RS-485 und für den Mikrocontroller. Und auf der Unterseite hatten wir eben das Mäuseklavier verbaut für die Adresseinstellung und so weiter. Da der Mikrocontroller, der Koppler, ein bisschen Diodenzeug drumherum. Und das war's. Mehr war das nicht. Also eigentlich hat man da eine schöne kleine Platine, die hat auch, soweit ich mich erinnern kann, soweit funktioniert. Ihr könnt mich gern eines Besseren belehren, wenn sie denn nicht funktioniert haben hätte sollen. Aber ich glaube schon, dass die soweit eigentlich gelaufen ist. Bin ganz zuversichtlich gewesen. Also ich glaube schon, dass das gegangen ist. So, mal einen kurzen Schluck trinken zwischen eine. Ist echt heiß und schwül hier. Wenn ich die Tür aufmache, fressen mich die Viecher auf. Ich weiß es, wie es ist. So, der Chat ist total gespannt, was ich da mache und laber. Keiner schreibt was. Tut's mal was reinschreiben, Chat. Gibt's ja nicht, dass hier keiner was schreibt. Was ich sagen wollte vorher, aber was ich glaube ich auch nicht gemacht habe, nicht auch nicht zu Ende geredet habe. Ich mag immer ein bisschen durchtauschen, die Streams. Heute Flap Flap, morgen Senseo. Und haben wir echt fast nur flüssig, ja. Ich will auch noch ein paar andere Themen machen. Also ich will auch ein bisschen Pixelgrafik zeichnen, da darf dann der Hollow mithelfen.
weil ich brauche für den Stream, fürs Oberle oben brauche ich neue Geräte, weil ich habe ja neue Ostsys und so weiter. Das heißt, da können wir auch mal was Neues zeichnen miteinander. Also ich will ein bisschen kunterbunt durchmischen, dass dann immer das Gleiche gemacht wird, weil es wird sonst langweilig. Und das mag ich nicht, wenn es langweilig wird. So, was sollen wir jetzt machen? Jetzt dürft ihr entscheiden. Jetzt tun wir dann eine Abstimmung machen, wenn eh so viele Leute da sind. Wie geht es mit Abstimmung? Dann muss ich wieder hier in den Browser reingehen. Machen wir mal eine Abstimmung. Und zwar Abstimmungsverwaltung, neue Umfrage erstellen. Was sollen wir zuerst machen? Fragezeichen. Sollen wir zuerst uns mit dem Raspberry Pi Pico beschäftigen oder sollen wir also Raspberry Pi Pico, SDK und so weiter? Oder sollen wir jetzt mal grundlegend versuchen, Strom in Betrieb zu nehmen oder sowas, die Platine auszulöten? Strom in Betriebnahme, also die 48 Volt und 5 Volt. Oder alternativ, was könnte man noch machen? Schauen wir mal in Chat rein, ob es Alternativen gibt. Oder was könnte man noch machen? Raspberry Pi SDK drumherum, Strom in Betriebnahme 48 Volt auf 5 Volt. Irgendwie so. Die zwei Dinge haben wir zur Auswahl. Die dritte Auswahl haben wir eigentlich. Es gibt keine dritte Auswahl. Wir müssen erst mit dem Raspberry Pi anfangen, bevor wir überhaupt irgendwas hinkriegen. Machen wir mal eine dreiminütige Umfrage. Und schauen wir mal, was rauskommt. Also alle brav abstimmen, was wir machen sollen. Spannend. Es ist so spannend. 50-50 schaut es gerade aus. Wir haben einen Haufen Leute da, also von dem her. Die Umfrage sehen wir jetzt aber hier leider nirgends. Nee, leider nicht. Wir haben einen Haufen Leute da, die zugucken. Also dürfen jetzt alle mal abstimmen. Ansonsten könntest du dich jetzt brav schreiben, was, wie, wo, was gerne machen wollt. Und von dem her einfach abstimmen. Ohne Strom läuft, na, aber ohne SDK auch nicht. Also ohne SDK läuft es leider Gottes auch nicht. Sonst 5 Volt kriegen wir nämlich vom USB, wenn es wäre. Also wir können den Raspberry auf jeden Fall über USB erstmal versorgen. Das würde auf jeden Fall gehen. So. Nochmal da unten draufklicken. Die Umfrage läuft noch. Dann nicht mal Halbzeit. Browserquellen-URL. Also man könnte es wahrscheinlich schon irgendwie mit einbinden ins Geschehen. Aber ich weiß nicht wie. Und ich kenne mich da nicht aus. Von dem her seid ihr die Experten. Nur 6 abgestimmt. Wir haben so viele Zuschauer, stimmt's alle ab. Bisschen Zeit haben wir noch. Von dem her einfach abstimmen. So, und ich kann dabei schauen, wo ich bin und ob ich. Und ob ich. Schön, dass ich den Kanälen, die ich folge, ich selber gar nicht mal hier bin. Da bin ich. Perfekt. Weil ich glaube, ich kann mir. Nö, nee, ich bin nur abonniert, oder? Habe ich noch ein Abo? Ne, habe ich nicht mehr. Dachte gerade, das läuft ja nämlich ab, das Abo. Das Prime-Abo, deswegen. Deswegen. SDK ist das Software Development Kit. Manuel, grüß dich. Warum willst du das nicht sehen? Das ist ganz, ganz toll. Das geht auf jeden Fall super, super gut. Danke ich, dass ich abonniert habe.
Das geht auf jeden Fall super gut, ich und Software. Also das müssen wir sowieso noch machen. So, boah, Stromübertrieb nochmal, knappe 47%. Wie ist es ausgegangen? Jetzt müssen wir mal reinschauen. 4 für Strom und 3 für Raspberry Pi. Normalerweise müsst ihr jetzt Raspberry Pi machen, weil ich das aus Historie schon immer so gemacht hatte. Na, allerbeste ist der Software von EU und Welt-Universe überhaupt. Also es wird sowieso der ChatGPT programmieren. Ich habe auch keine Ahnung, wie wir es programmieren, ob wir es in Home Assistant programmieren, ob wir es in Dings programmieren, in Python oder wie das alles heißt, was man da machen kann. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir müssen uns das dann auf jeden Fall anschauen. Ich mache es ja nicht, das macht ja der ChatGPT für uns dann, als ob ich Software schreiben würde. Hallo, welcher Welt lebt ihr denn? Mal sicher nicht. Es kann natürlich sein, dass wenn ich einen Trafo einschalte, dass der Strom gleich weg ist, ne? Und von dem her, ja, müssen wir mal. Ja, es gibt Hardware, die von mir funktioniert, Manuel. Doch, die gibt's. Man kann diverse Dinge machen. Und morgen oder Matthias kann im Zweifel auch noch drüber schauen, wenn es dann wäre, genau. So, jetzt ist der Plan, dass wir erstmal schauen, dass ich hier mal auf Sony groß gehe. Jetzt stecke hier mal an. Ich habe da hinten sogar so ein Dings hergerichtet, so ein Umschaltding. Wenn ich jetzt gleich weg bin, dann ist der Stream aus, weil dann ist die Sicherung geflogen. Nö, die hält. Der Trafo brummt, die Sicherung hält. Und irgendwo habe ich ein Hightech-Multimeter. Da. Bin hier super ausgestattet im Hexenhaus. Es ist auch fast nicht dreckig, das Multimeter. Und es hat sogar Batterie. MasTec DC AC. So, ihr könnt es, glaube ich, sogar einigermaßen lesen, ne? Wie das da richtig sehe. Jetzt schauen wir mal, was da rauskommt. Das ist bei V eingesteckt, ja. Da kommen raus 52 Volt. Also eh gar nicht so viel. Es gibt Ehio-Roboter mit Hakori-Branding, genau. Also das Holz ist okay. Also es ist ein Original mit Ehio-Dings. Die Anleitung haben es mit dem Hakko-Rebranding kriegt. Also vorne drauf Hakko. Auf der Rückseite steht Hakko und Ehio als Logo noch. Also die sind, haben es bei mir bestellt. Also sind meine Roboter. Haben nichts nachgeklaut oder sowas. Sind tatsächlich offizielle Ehio-Roboter. Mit meiner Anleitung allen drum und dran. Also 52 Volt. Ich denke, wenn wir da jetzt eine Diode dranhängen würden und einen Kondensator dranhängen, dann wird es wahrscheinlich gar nicht so weit fehlen. Und gar nicht so schlecht ausschauen. Jetzt muss ich mal schauen. Ich habe hier echt einen kleinen Tisch, Leute. Das müsst ihr mir alles ein bisschen verzeihen. Schaut mal wieder aus. Der Tisch ist echt winzig. Ist eine alte Schulbank und die hat einfach nicht mehr, wie sie jetzt da gerade hat, an Platz. So, jetzt schauen wir mal. Mein Plan wäre folgender: Wir schrauben jetzt da einfach mal zwei Jumper-Wires dran. Hast aber nicht auf der Messe live gesehen, sondern hast quasi im Instagram von denen gesehen, oder Manuel? Warst ja sicher nicht Hannover auf der Messe. Gehe ich mal von aus. So, wir haben ja AC, also brauchen wir auf jeden Fall ein blaues und ein rotes Jumper-Wire, damit wir wissen, wo die Elektronen links und rechts fliegen. Also mein Plan wäre folgender: Wir machen einen Einwegbrückengleichrichter. Ja, denke mal, ist schon brutal weiter hoch, ne? Sprich, wir hängen jetzt da irgendwo den Schraubendreher da. Wir hängen jetzt da einfach mal die 48 Volt an. Mit 52 Volt ist das ja alles gar kein Thema soweit. So, dann kommen da jetzt 48 Volt raus. Dann würde ich diese 48 Volt einfach mit einer Diode gleichrichten. Also
quasi hier von richtigen Einweglerrichter, wenn ich ihn reingesteckt kriege, quasi einfach hier zum, hier irgendwo rüber. Oh, die sind einfach ein bisschen zu dick, gell, immer für die Breadboards. Und nun mit der Zunge prüfen. 48 Volt brauche ich nicht mal mit der Zunge prüfen, die spürst du sogar mit den Fingern. Das ist das Schlimme dran. So, und jetzt würde ich, hier haben wir Plus, also da, wo die Diode hinguckt. Ich zeige es euch mal, damit ihr wisst, wovon ihr redet. Dass ihr gucken könnt, was ich so für ein Zeug aufbaue gerade. Hier haben wir quasi, also hier kommen AC an. Das ist beides jeweils AC. Dann gehen wir hier hin. Und macht es euch aber keine Freude. Andi, weil der Gleichrichtwert beim Einweggleichrichter geringer ist unter Belastung. Beim Brückengleichrichter kommen ja, 0,8 oder so, glaube ich, ist der Gleichrichtwert. Da kommen relativ nah an der Wechselspannung die Gleichrichtspannung raus. Und beim Einweggleichrichter haben wir nur die positiven Halbwellen, also positive Halbwelle nichts, positive Halbwelle nichts. Also ist der Gleichrichtwert geringer. Somit wäre meine Hoffnung, dass wir mit der Spannung runterkommen, also weniger Spannung haben in Summe, wenn wir unter Belastung sind und somit dann hier vielleicht mit die 28 Volt sogar hinkommen, dass wir den Step-Down Konverter nehmen können, so der Plan. Also hier kommt eine Wechselspannung an, die positive Halbwelle flitzt hier über die Diode drüber. Das heißt, wir haben hier, also jetzt muss ich doch nochmal anders stecken, nehmen wir das Kabel. Das heißt, wir haben hier Plus, wir stecken das Ganze hier mit Plus ein. Wir haben hier Minus, ist das alles kompliziert, diese dicken Kabel da reinmurksen. So, somit könnten wir da jetzt dann auch mit dem Multimeter da drin schön messen, wenn dem dann so ist. So. Soweit die Theorie. Ob das in der Praxis auch funktioniert. Also wir müssen halt mal schauen, was für eine Spannung mal rauskommt. Wenn wir Pech haben, kommt halt eine zu hohe Spannung raus und dann, dann bringt es uns auch nichts. Also ich muss vermutlich irgendwie belasten oder sowas das Ganze. Ich habe halt gerade nur diesen großen Elko da dran gehabt und ich weiß nicht, wie viel die Himbeere verbraucht. Von dem her, ich würde sowieso dann irgendwie eine 10er-Diodenschaltung oder sowas hinten dranhängen, aber das sehen wir dann. Gut, dann hätte ich gesagt, Kondensator, Diode, 48 Volt, der Kondensator kann 50 Volt ab, sind 2200 Mikrofarad. Und grundlegend, ja, also solange der Kondensator das ausgleicht, irgendwie müssen irgendwie eine Belastung noch mit reinpacken. Der Kondensator gleicht ja, also der wird ja entladen, also der gleicht ja schon diese Huppel aus, aber der Huppel geht dann ja hoch und irgendwo gleicht der Kondensator, also er geht nicht auf die 50 Volt hoch. So die Hoffnung. Wenn nicht, müssen wir uns was anderes überlegen. Ich habe auch noch ein anderes Spielzeug dabei. Von dem her können wir auch schauen, ob das anderweitig funktioniert. Bin ich mal ganz zuversichtlich. Oder? Was sagt ihr? Eins von beiden muss funktionieren. Entweder das andere Spielzeug, was ich dabei habe, oder die Variante. Belasten müssen wir das Ganze allerdings aber schon irgendwie. Ne? Was habe ich jetzt hier für einen Widerstand dabei? 120 Ohm. Oder wir Nee, der kann das ab. Richtig rum ist auf, obwohl das Elko platzt nicht so schnell. Ich bin nur gerade am überlegen, ob wir das irgendwie runterkriegen, das Ganze. Weil es sind halt einfach 48 Volt, sind halt einfach 48 Volt. Das ist halt einfach nicht nix, das ist schon einiges. Aber jetzt schauen wir mal, stecken wir mal ein auf die. Der Fachbegriff ist mit der heißen Nadel gestrickt. Ja, genau. Der Seele macht mir gerade ein bisschen Angst.
52 Wechselspannung, Leerlauf vom Trafo gleichgerichtet mit Elko ergibt 52 Volt mal 1,636 gleich 70 Volt Gleichspannung. Auch beim Einweggleichrichter, weil er komplett unbelastet ist, meinst du? Opel Calibra, grüß dich. Ihr macht's mir gerade Angst. Ich gehe gleich weg vom Platz und schalte aus sicherer Entfernung ein, wenn ihr mir da so Panik bereitet. Ach, was soll da schon passieren, oder? Ich meine, 50 Volt, ich habe ja oft schon Kondensatoren gesprengt, aber das Hauptproblem war meistens, dass die Kondensatoren nur dann wirklich gescheit explodieren, wenn der Kondensator auch noch verpolt ist. Also passende Gleichspannung draufgeben war meistens nie ein Problem. Ja, eben, der kann das schon ab. Ich habe keinen anderen Opel Calibra, ich habe nur einen 50 Volt Elko. Ich habe leider keinen anderen gehabt jetzt auf die Schnelle. Und hier bin ich sowieso extrem schlecht ausgestattet, von dem her. Also, soll ich mit 300 an, dem macht es mir gerade Angst. Jetzt träume ich. Ich hätte jetzt einfach eingesteckt und fertig und ihr tut es mir jetzt hier Panik machen. Also, lieber nicht einschalten. Nochmal alles überdenken und vielleicht eine Belastung mit dazu packen. Oder, na, ich habe sonst für den Aufbau so nichts dabei. Wenn wir Abstimmung machen, jetzt traue ich mich nicht mehr. Jetzt seid ihr gemein. Sollen wir gleich das andere machen? Ich habe eine zweite Variante dabei. Ich könnte natürlich schon hier einen Widerstand reinpacken. Ich habe hier, was habe ich gesagt? Ich meine, man hat da eine Last, ne? So grundlegend. Was habe ich für einen Widerstand? Was habe ich gesagt? Ich habe hier einen Widerstand mit 120 Ohm oder was ich da gehabt habe. Oder was ist das? 1K2. Ich könnte ja mal 1K2 Widerstand noch dazu packen. Dann hat er seine Belastung. Dann ist die Welt in Ordnung für ihn, oder? Seht ihr das nicht auch so? Abgesehen davon, ich habe, wie gesagt, die Erfahrung, die Elkos können das ab. Mehr Spannung normalerweise. So, jetzt ist er belastet, jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren. Ihr macht's mir echt Panik. Also ich könnte natürlich als Multimeter dranhängen und dann könnte man Max Hold oder so einstellen. Ich muss nur schauen, dass es da irgendwie dran kriegt, das auch hält. Das Zwirbel jetzt hier mit dem Widerstand dran. So und so. Ihr nehmt mal die ganze Freude an, was soll schon passieren? Da und da. Und Volta, DC, Hold. Achso, ne, das ist nur Hold. Aber kann der gar kein Max Hold oder so? Das ist kein Max Hold, oder? Ne, ist einfach nur Hold. Draufbleiben. Und. Ne. Schade. Sims, grüß dich. Ja, ich sitze hier auch hinter einer Glasscheibe gleich. So. Sonst wäre es ja auch nicht mein erster Elko, den ich platzen lasse. Von dem her bin ich da ja relativ beruhigt. Was soll denn schon passieren? Ihr müsst jetzt drauf schauen, ich tue euch das Multimeter hin, weil ich verstecke mich jetzt gleich, weil ich Angst habe, weil ihr mich verunsichert in meinem Tun.
sollte vielleicht dann nicht mit den Prüfspitzen einen Kurzschluss machen, dann wäre die Sache vielleicht auch nicht ganz so problematisch dann. So und so. Ihr dürft dann hier drauf schauen und euch merken, wie viel Spannung das war. Ja. Nee, Beinchen, Diode. Nee, Diode ist nur dran. Die Messspritzen sind auch dran. Schaut so aus, als würde es schon. Da habe ich es einem richtigen reingesteckt. Da und da. Da und da. Also, das bekommt ihr hinein. Zweifel müsst ihr es halt klippen, damit wir nachschauen können. Ich schalte jetzt, da ihr mich total verunsichert, aus sicherer Entfernung ein. Und wenn ihr meint, dass das Ding explodiert, lege ich euch nur das Mikrofon hier hin, damit ihr es dann auch noch hört, wie es explodiert. Ich glaube nicht, dass es explodiert, weil der Elchcode es ab kann. Und wenn er explodiert, muss ich die Tür aufmachen. Oh nein, und dann fressen mich die Viecher auf. Ihr verunsichert mich so unendlich. Ich hasse euch dafür. mi, 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 mi. So, einschalten in 3, 2, 1. Da explodiert nichts. Okay, nochmal Countdown. 3, 2, 1. Okay, vielleicht doch. Was war die Spannung? Aber es ist nichts explodiert. Guckt's. Alles gut. Explodieren. Bitte euch. Was soll da schon explodieren? Ist doch alles einwandfrei. Naja, vielleicht ist er ein bisschen warm, der Elko. Und die Diode. Und vielleicht sind die Kabel ein bisschen geschmolzen, aber explodiert ist nichts. Wie viel Spannung haben wir gehabt? Wahrscheinlich gar keine, weil das Multimeter zu langsam war, oder? Ja, Elko ist nicht explodiert. Ja. Messspitzen nicht dran, 0 Volt. Nee, also die Messspitzen sind definitiv dran. Die stecken da richtig drin. Das hat da gepasst auf jeden Fall. DC ist auch eingestellt. Also es riecht auf jeden Fall etwas verbrannt. Minimal. Na, der Elko ist schon heiß geworden. Wo war der Rauch her? Puh, ist sogar richtig heiß. Nee, von der Diode. Also die Kabel sind ein bisschen verschmort. Ich glaube, der Rauch ist wahrscheinlich von den Kabeln kommen oder so. Achso, das ist. Ja, es ist von den Kabeln kommen. Würde ich mal behaupten. Da haben wir eher eingebaute Drahtsicherung quasi drin gehabt. Weiß gar nicht, was ihr habt. Ging doch eh alles super. Hat nichts zerrissen. Ihr macht's immer Mimimi. In Wirklichkeit funktioniert es eh. So, Mikrofon dran. Also, wir sehen schon mal so nicht. Leider. Wäre schön gewesen. Immer noch ganz schön heiß, der Elko. Ein bisschen aufgebläht hat es, aber nur minimal. Und er ist heiß. Tun wir mal auf den Schraubstock rüberlegen. Jetzt cool, wenn es nicht so mitten im Stream, so in einer halben Stunde, dass auf einmal zing, das Ding zerreißen wird. Einwandfreie Hardware-Holler. Manuel, absolut einwandfrei. Ja, habt's verwettet. So, sage ja, alles gut, nichts ist passiert. Na, der vermutlich, wenn ich ihn direkt an die 48 Volt, wird vermutlich auch schon reichen. Also die Diode ist auf jeden Fall nicht heiß worden. Die 48 Volt würden vermutlich auch schon reichen. Ich habe noch was mitgenommen aus Oberaudorf. Das habe ich hier. Da habe ich damals schon mal ein bisschen rumgespielt gehabt. Das ist das Netzteil von. Wer kennt's? Was ist das für ein Netzteil? Matthias, grüß dich! Irgendwie riecht es hier nach verbranntem Plastik. Weiß nicht warum. Wer kennt das Netzteil? Matthias, du bist ausgenommen, weil es wäre unfair. Ja, war ein Rauchgenerator. Wie Matthias früher schon immer gesagt hat, die Dinger funktionieren mit Rauch. Wenn der Rauch entweicht, sind sie kaputt. Ich kaufe ein K. Ist kein USB-Netzstecker, sondern wo haben wir das eingebaut?
Nee, eins von Amazon, Manuel. Da kommen hier 230 Volt rein. Wenn der so heiß ist, der Elko, dann gehe ich eh davon aus, können wir mal nachmessen, dass der hochohmig geworden ist. Also den schmeiße ich auf jeden Fall weg oder ich sprenge die Tagmale und mache ein Video daraus. Aber normalerweise sollte der eh hochohmig sein, jetzt denke ich, niederohmig sein. 1,3 Megaohm. Okay. Vielleicht doch nicht. 0 Ohm. Ja, doch, 0 Ohm. Weil vorher am Kleber dran. 0 Ohm, 2 Kilo Ohm. Der hat seine besten Tage hinter sich. Aber man kann ja Taschenwärmer benutzen. Jetzt hat er eine angenehme Wärme. Ja, doch. Doch. Angenehm. Sehr angenehm. Für den Winter. Hat sicher keiner geklippt. Davon gehe ich aus. Warum hast du es nicht geklippt, Manuel? Also, das ist das 230 Volt Netzteil, 230 auf 5 Volt, das wir in der Sensi HIO drin haben. Und da habe ich schon eben ein paar Experimente gemacht, damals mit der Sensi HIO. Und mein Gedankengang wäre gewesen, wenn mein Versuch mit dem Elko nicht funktionieren sollte, was vielleicht der Fall war. War mein Gedankengang, eigentlich könnte man das Teil hernehmen und einfach mal schauen. Das braucht, ich gucke mal ganz schnell, wie ich euch zeigen kann. Das war, jetzt muss ich mal schauen, amazon.de. Cookies akzeptieren. Dann muss ich da oben mal schnell Amazon. Boah, wir hatten das Ding geheißen, Bestellungen. Netzteil. Nee. Step down. Das Teil da. Steuerung C, Steuerung V. Es hat ja kaum Rauch gegeben, Leute. Also, ihr tut's das immer so schlimm ab. Es ist nichts passiert. Hat jemand geklippt? Nein, es hat keiner geklippt. Das ist nicht passiert. Ganz einfach. So, das Teil da. Ne, das ist das nicht. Das ist was anderes. Moment. Das war das Falsche. Das war. Moment, Moment, Moment. Das ist Step. Wir hatten das Ding geheißen 230 Volt. Nee. Na, was sucht man da jetzt am besten? Nach gar nichts und einfach 2024 und dann scrolle ich mal runter, bis ich es finde. So viel bestelle ich zum Glück auch wieder nicht. Glaube, das habe ich dieses Jahr für die Sensei HIO bestellt. Da ist String C, String V. So, na, ich wollte genau das Teil haben. Ja, Matthias, gleich schnell. Perfekt. Das Teil da habe ich bestellt. Das kostet ja quasi nichts. Da sind 5 Stück drin, die kosten 8 Euro. Also echt richtig übel. Und der regelt von 230 auf 5 Volt runter. Und normalerweise sind das ja mittlerweile, da sieht man es, Eingangsspannung beträgt 85 Volt bis 265 Volt. Mal eben der kurze Link, genau. Also ich kann euch da gern einen Dings-Link, wenn euch das interessiert. Text, Steuerung C, Steuerung V. Das wäre der Affiliate-Link. Dann kriege ich sogar Geld, wenn sie es drüber bestellen würdet, falls ihr das machen tätet. Das hat einen Eingangsbereich von 85 Volt bis 265 Volt. Ich meine, okay, der Elkom mit 50 Volt war vielleicht ein bisschen zu wenig Spannung für 60 Volt AC, aber meine Hoffnung wäre jetzt ja gerade, dass ich eventuell nicht Glück habe und das Ding da anschließe, dass ich dann da vielleicht, da steht 70 Volt bis 390 Volt
Und da, achso, da steht noch mehr. Ah, nee, guckt mal her. Input Voltage AC 50 bis 277 oder DC 70 bis 390. Im Zweifel müsste man halt noch einen Brückengleichrichter davor schalten, oder? Weil auf 70 Volt müsste man, glaube ich, schon kommen, oder? DC. 48 Volt. Was hast du vorher, was hat der Daniel Wert jetzt vorher ausgerechnet gehabt? 48 Volt RMS. Mal Wurzel 2, das könnte schon hinkommen, oder? Kommt das hin? Mal ganz kurz hier 48 mal Square Root 2, 67 Volt. Ja, aber 50 ist halt, also Brückenrichter ist hier mit drauf. Also stimmt, der ist eh hier mit drauf, warum man dann die DC haben will. Also mal Wurzel 2 sind wir bei den 68 Volt. Aber wir sind halt schon, das, aber dann kommt es genau hin. Dann sind die 50 Volt sind wahrscheinlich genau die 70, oder? Dann macht das eh. Ja, dann macht das eh. Dann ist mein Gedankengang falsch. Ich finde es cool, weil 50 bis 277 Volt steht hier. Und da steht 85 bis 265. Interessant. Also mit Befestigungslöchern an allen vier Ecken, um die Bewegungsvibration zu verhindern. Mit Befestigungslöchern an allen vier Ecken. Muss sie hin? Wo muss sie hin? Wo muss sie hin? Ich sehe nicht ein Befestigungsloch. Weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe nicht ein Loch. Ja, ran auf jeden Fall. Also wird schon, irgendwas wird schon passieren. Davon gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Die Frage ist halt dann nur, ob das Ding halt zuverlässig immer funktioniert. Oder ob es vielleicht, ja, dann bei manchen Trafos nicht funktioniert oder so. Aber das schauen wir mal. Natürlich die geschickteste Lösung, weil es mit dem funktioniert, weil der kostet ja wirklich quasi null. Ja, vier Löcher sind genau an allen vier Ecken. Ja, 1,2er Schraube oder so, dann klappt es schon. So, dann. Also, da wird jetzt ja wohl nichts explodieren, oder? Da gehe ich jetzt mal nicht, gehe mal nicht in Sicherheit. So, Spannung drauf. Tut zuerst mal nichts. Ah! Das geht an. Schaut ja mal nicht so schlecht aus, oder? Oh, Hightech-Multimeter. Jetzt auch noch die 5 Volt hinten rausgibt, dann haben wir eigentlich. Ihr müsst das auch irgendwie sehen, was ich hier mache. Ja, stimmt. Im Zweifel muss man einfach einen neuen Trafo kaufen für 100 Euro, wenn es mit dem nicht funktioniert. So, hier und hier. War wow, minus 5 Volt. Was noch richtig rum ranstecken, die Prüfspitzen. Dann haben wir plus 5 Volt. 5,08. Schaut gut aus. Gefällt mir. Finde ich gerade die geschickteste Lösung. Weil dann packt man das Ding. Platztechnisch kriegen wir das schon rein. Packt man das Ding mit auf die Platine drauf. Ist, glaube ich, eine ganz schöne Lösung, oder? Wir haben es bei der Sensei Hayo, haben wir es eh auch schon drauf. Fände ich jetzt, glaube ich, echt ganz eine geschickte Lösung. Na, wir haben ja nur 48 Volt. Ich will ja mit 48 Volt von. Wir haben Spannung gemacht. Ich will ja mit 48 Volt von Anzeige zu Anzeige gehen und nicht mit 230, weil ich will ja den großen, dicken 48 Volt Trafo genau einmal haben und dann einfach weiterführen zu den anderen Flap-Flap-Anzeigen. Gut, dann haben wir jetzt hier die Spannung erstellt. Dann müsste man eigentlich. Jetzt doch zu eurem Leid fast mit dem Raspberry Pico uns beschäftigen. Also es tut mir schon leid für euch, dass die Abstimmung jetzt so ausgegangen ist, dass wir jetzt eigentlich schon wieder fertig sind und wir das nächste machen können. Aber ich bin dann einfach enorm schnell, was das Ganze anbelangt. Aber wir müssen ja, wenn wir mit dem Raspberry Pico was arbeiten, müssen wir ja sowieso erstmal die Stiftleisten anlöten von dem her. Boah! Boah.
Ich habe die passende Länge mitgenommen. Ich habe einfach irgendwelche aus meinem Stiftleiste-Box genommen und sie passen zufällig. Also man kann auch ab und zu kann man echt einfach mal Glück haben, Leute. Also es ist selten bei mir der Fall, dass ich mal so Glück habe, aber wenn, dann gescheit. So. Eigentlich könnten den gleich reinstecken, weil man ja eh da drauf alles aufbauen werden, ne? Ja, nicht, dass das da wieder reingeht, weil die Pins einfach zu dick sind für ein Brettboot. Aber ja. So. Ja. So. Einmal rein. Nie wieder raus. Ja, das habe ich mir auch vorher gerade gedacht, dass man quasi hier links an die 5 Volt dann dran machen. Das tun wir auf jeden Fall. Das ist definitiv. So, jetzt müssen wir schnell aufstehen, weil mein Lötkolben steht da drüben. Oh, da habe ich schon mal gesagt, dass ich einen viel zu kleinen Platz habe hier zum Arbeiten. So. Lötzinn, Hollo hat gesagt, ich habe kein Lötzinn da. Ich habe sogar ein Ehayo gebrandetes Lötzinn da. So. 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 Und so. Und Spannung, Spaß und Spiel. Könnt ihr mir jetzt beim Löten zuschauen? Ist halt nur eine Kamera, einen Camcorder und kein Mikroskop wie die Optilia daheim, ne? Aber das wird schon klappen. Ihr werdet jetzt schon sehen, was ich mache. So. 350 Grad und gib ihm. Also es ist im Übrigen in der Kamera 748 mal so hell wie hier bei mir selber, weil ich habe hier echt ein dunkles Kapuff mit diesen zwei Mikroneonröhren, die ich hier habe. Also ihr seht es vermutlich deutlich mehr wie ich. Ich würde das Ganze dann sowieso auch mit einem Sockel vorsehen, den ganzen Raspberry Pi. Wenn wir dann die Platine machen, dass wir einfach den Pico da sockeln können und fertig. Wie viel sind denn das jetzt eigentlich? 40 Pins, oder? 0, 15, 20, ich glaube mit 40 Pins, oder? Löten Sie mal. Vermutlich passt denn so ein Standard-IC-Sockel rein, würde ich jetzt mal von ausgehen. Aber jetzt müssen wir erst sowieso mal schauen, dass wir das Ganze hinkriegen. Ob die ganze Hardware so funktioniert, wie ich sie gerne hätte, weil ich habe null Erfahrung mit dem Teil. Von dem her wird es sowieso spannend. Zum einen ist Programmieren, zum anderen Fume Track, da bräuchte ich hier noch. Zum einen das Programmieren, zum anderen die Hardware drumherum bauen. Matthias, ist der Pico 2 eigentlich pin-kompatibel, was jetzt das Modul anbelangt? Der beißt sicher, doch. Das sehe ich jetzt schon, dass der eigentlich nur dafür gebaut worden ist, um mich zu ärgern. Aber der ChatGPT wird schon hinkriegen, das Programmieren. Bin ich mal zuversichtlich. Frage wäre, ob der Pico eigentlich bei Home Assistant unterstützt wird. Ob wir das Ding bei Home Assistant mit reinpacken könnten. Der Pico 2 ohne W, ja, dann wird der W auch wieder pin-kompatibel sein. Ich dachte, mit Visual Studio Code hast du gesagt, programmiert man das Zeug. Also hätte das jetzt mit VS Code gemacht. Aber ich lasse mich ja gern eines Besseren belehren und mache es mit was anderem. Hätte ehrlich am Anfang schauen sollen, ob das Ding überhaupt funktioniert, bevor ich diese Stiftleiste akribisch genau penibelst da einlöte. Oder warum sagt es mir nichts, dass ihr nichts seht? Ihr seht mich ja gar nicht löten. Da sagt keiner was. Jetzt seht es mir löten. Nicht scharf, aber. Und auch nicht gut, aber.
Jetzt hält es wenigstens. Boah, und ich sehe auch, wo ich löte gerade. Hui, genial. Genial, genial. So. Ja, ich weiß nicht, wie ich es mache. MicroPython, glaube ich, könnte das Ding, oder? Ich würde halt irgendwas machen, was einfach ist. Weil viel Funktionalität haben wir nicht drin. Ein bisschen hin und her. Stimmt, ich habe, glaube ich, noch nie Python programmiert. Von dem her wäre das auch mal was Neues. Nee, an die Lötspitze putzt man nur vorm Löten ab, niemals nach dem Löten. Bitte mein 10 Lötfehler-Video auf YouTube anschauen. Lötspitze nur vorm Löten abputzen, nie nach dem Löten. Ist ein Schutz quasi des Lötzinn drauf, das nicht so leicht oxidiert jetzt dann. CircuitByte. Na, irgendwie sowas werden wir hinkriegen. Mit irgendwas kriegen wir das Ganze programmiert. Fragt man dann sowieso mal in ChatGPT, was der uns vorschlägt. So, jetzt schauen wir mal hier mit den Augen drüber, ohne Ding und Zeug. Schaut eigentlich ganz gut aus, ne? Wird das scharf? Nee, oder? Ja, Putzmittel wäre jetzt nur schön, dass man hier die Flussmittelreste hier und so wegkriegt, aber wird überbewertet. Wird überbewertet. Gut, dann haben wir das gelötet. Also jetzt lasse ich den Lötkolben nur gleich an, weil, wie richtig gesagt hast, können wir ja hier noch den da anlöten, aber da tue ich jetzt hier erstmal die Kabel weg. Zack und zack. Und dann lötet ihr aber auch die Kabel von dem Teil hier noch gleich ab. Jetzt gucken wir mal, ob sie das ausgehen würde, dass wir den hier anlöten. Ja, das wird sie ausgehen. Ihr seht nichts. Das da wird sie ausgehen anzulöten. Also ist ein 254er Raster. Allerdings hätte ich halt auch gern die noch gleich mit. Die sind auch im 2,54er, also auch im passenden Raster. Ich würde sie hier reingesteckt kriegen, aber es bringt mir nichts, weil ich kann sie nicht in eine zusammengeschlossene Fünferreihe stecken. Dann müssen wir es wohl oder übel, geht sie so rum aus. Jetzt löten wir mal hier schnell die zwei Käbelchen da ab. Das Lötzchen kriege ich mein Leben lang nicht mehr raus da. Soll was, grüß dich. Du hast natürlich richtig viel verpasst, aber nichts, was man nicht nachschauen kann. Ja, doch, das geht sogar aus. Dann löten wir das Teil hier dran mit einer Stiftleiste und dann gehe ich halt hier mit einer kleinen Stiftleiste rüber auf die 5 Volt, weil ich hätte die Schiene hier, glaube ich, sugar lassen. Aber dann können wir Eischiene machen, wir 5 Volt Eischiene machen wir 48 Volt. Tun wir so. Ich glaube, wir haben geschicktesten das Ganze. So, eine Stiftleiste. Ja, geht sie genau aus. Und einmal 2 und einmal 3. Drei. Immer noch zu dick. Und da. So, jetzt muss ich nur schauen, dass ich das jetzt irgendwie reinkriege. Ne, das merken wir uns natürlich, hollo, wo die 48 Volt sind und wo die 5 Volt sind. Ist ja logisch. Sonst wäre es ja doof. Habe ich nicht nur so ein Netzteil da, wo nichts dran gelötet habe. Ich habe nämlich, glaube ich, extra nochmal eins extra mitgenommen. Da. Hätte die Kabel auch nicht ablöten brauchen. So, perfekt. Löte es jetzt absichtlich schief ein, weil dann liegt es da hinten auf. Achso, das, nee, das mache ich jetzt absichtlich nicht, weil sonst haben wir da hinten, das, was nämlich aufliegt, sind hier die Beinchen vom Kondensator.
Nicht, dass ich mir die dann irgendwie ins Brettboot reinstecke und dann brrr, haben wir die nächste Kondensatorexplosion hier am Start. Wobei ich muss ja wieder dazu sagen, es ist nichts explodiert. Entgegen der Erwartung des Chats, der gehofft hätte, dass mir das Zeug um die Ohren fliegt. so. So. Ja, das geht gut so. Das geht gut so, finde ich. Dann können wir den jetzt ausschalten, Lötkolben, und runtergeben. Ganz so ein bisschen mehr Platz wäre schon nicht ganz so schlecht hier. Opel Kaliber, das kommt ganz drauf an. Also, wenn halt, wenn es beim Haus abstellst oder so, ist es extrem teuer oder beim Distributor. Wenn es direkt bei denen bestellst, haben sie eigentlich in der Regel schon gute Preise, muss ich sagen. Warum hätte ich bloß nichts gesagt, Andi? Alles gut, hat alles funktioniert, einwandfrei. Jetzt tue ich nur hin und den mittleren Pin raus, wenn er rausgeht. Dass wir da nichts falsch einstecken können und so. Dann haben wir hier, oh, und ich finde mittlere Pin draußen. Dann. Nein, der wäre niemals, wäre der explodiert. Tut er nicht. Wer gesagt, dass er nicht tut? Und wir haben es ja gerade auch bewiesen, dass er nicht explodiert. Von dem her alles im absolut grünen Bereich. Plus, minus. So, quasi. So. Dann. Das ist so ärgerlich, dass sie das da nicht ausgeht. Ich meine, so wäre echt geil, wenn man es so reinstecken würde. Das wäre so ein Klassiker, ne? Ah, macht nichts. Stecken wir jetzt da unten rein. Und dann machen wir echt eine Seite 48 Volt, eine Seite 5 Volt. Jetzt muss ich nur schauen. Oh, habe irgendwo. Oh, ich habe, glaube ich, keine Drähte. Ist jetzt doof. Habe ich irgendwo einen dünnen Draht? Anderthalb Quadrat habe ich richtig viel. Also anderthalb Quadrat, ja. Aber habe ich irgendeinen anderen dünnen Draht? Ich gehe mal ganz schnell schauen, Leute. Weil ich mag da jetzt nicht so einen Jumper-Wire rüberziehen. Das ist viel zu dick. Da habe ich ja irgendeine alte Leitung oder irgendwas hier bei meinem Elektronikzeug. 2,5 Quadrat hätte. 4 Quadrat, 6 Quadrat. Ich glaube, da spielt aber mein Dings nicht mit mein Jumper-Wire Brettboot-Dings-Gedöns. Aber was? Ne, das habe ich auch nicht. Irgendwo habe ich doch ein altes Netzwerkkabel liegen gehabt, ein eh schon abgeschnittenes, oder? Ja, da. Perfekt. Ich dachte doch gerade, Netzwerkkabel ist ja eigentlich ideal dafür. So, wehe, das ist jetzt ein. Wehe, das ist jetzt ein feindrätiges, dann bin ich traurig. Aber ich habe noch ein Dings. Ah, Moment, das ist. Feindrätig. Dann Mülleimer. Da muss ich doch mein Gutes hier opfern, weil es ist definitiv nicht feindrätig. Und so dick, dass ich mit der Zange nicht reinkomme. So. Haben wir hier noch ein paar Legekabel rumliegen. Nehmen wir mal das. Mögliche Belästigung. Beobachtung. Aha. Guck an, wie er das schon sagt. Matthias, bist du wieder weg, sozusagen? Moderator gelöscht.
Hallo hat gesperrt. Wie er gleich von vornherein so sagt, das könnte eine Belästigung sein. Das finde ich gerade cool. Dass der Twitch das jetzt sogar schon erkennt, dass da Bots nervig sind. Cool, cool, cool. Danke, hallo. So. Jetzt haben wir hier nämlich ein Netzwerkkabel. Und die Ummantelung runterkriegen. Oh, jetzt tu nicht gar so dich ärgern. Und ziehen. Oh, echt jetzt. Oh. Ah, zwicken wir halt noch weiter. Manuel, wenn du nicht auf der Maker Faire warst, auf dem Echelon warst du aber auch nicht, oder? Glaube ich. Ach, so schnell wie dein Finger kann die KI niemals sein, Holla. Es kriegt die nicht hin. So. Ganz viele kleine Drähte jetzt hier überall rumliegen. Das ist, wenn man Elektronik bastelt, eigentlich eh ideal. Und total sicher und gut. So. Na toll, ist mir das ganze Geflecht runtergefallen. Danke dafür. So, dann haben wir hier nämlich ganz viele. Ja, Zürich habe ich gesehen bei dir im Status, ja. Ja, Echelon war es noch nie. Das haben wir nämlich immer schon gedacht. Das wäre voll das Festival für dich eigentlich. So von 1 Music her. Also, es ist Musik, wo ich kotzen müsste. Also müsste es genau dein Musikgeschmack sein. So, dann haben wir jetzt hier ganz viele Gäbelchen. Ah, okay, ja, Kollegin war, die hat bitterlich gejammert, dass die VIP-Tickets so ein kompletter Flop waren. Die hat VIP gehabt und irgendwie hat es überhaupt nichts getaugt oder so. Genau, eben musikalisch. Also ich denke mir, das ist immer, wenn ich Musik höre, wo ich nahe des Kotzens bin, denke ich mir immer, das könnte Manuel gefallen. Wobei wahrscheinlich ist es gar nicht so schlimm, wenn man sich's live... Moment, ich habe hier eine Abisolierzange. Wenn man es alle ist, live gar nicht so schlimm, wie wenn man es irgendwo anhört. Live ist ja gleich mal alles gut, finde ich. Live kann man sich wahrscheinlich sogar Helene Fischer anhören mit genügend Alkohol. Wäre so mein Verdacht. Ja, zieh die Isolierung noch mit runter wieder. Danke dafür. Na toll. Dann machen wir so, schnipp, schnapp. Stecken wir das da wieder drüber. Ja, ich denke, dass wahrscheinlich sogar irgendwie Schlager live gehen wird, ja. So, jetzt muss ich da nur wieder einfädeln. Oh, oder einfach nicht und keinen Bock drauf und einfach eine stecken und gut ist. So, da müssen wir nämlich eine Brücke reinmachen, weil sonst haben wir hier keine Verbindung. Das wäre dann schlecht. Hätte da eigentlich irgendwelche Zangen hier, wo ich das richtig schön biegen könnte, aber sieht ja eh keiner mehr, wenn es drin steckt. So, da und da.
Habe auch keine Isolierung drauf, das heißt, hier besteht auch quasi, wo muss ich hin, dahin, überhaupt keine Kurzschlussgefahr, wenn die Drähte mittig zusammenstehen. Also eigentlich alles total safe, was wir hier machen. Aber warum sollten die mittig zusammenstehen? Gibt ja gar keinen Grund. So, dann die andere Seite auch noch. Ja, Streetlife ist wahrscheinlich ja eh gar kein Eintritt, oder? Denke ich mal, würde ich mal von ausgehen. Die Streetlife, wo ich war, war kein Eintritt. Von da nach da. Gar keine Rätscherei jetzt auf deine Rockaussage hin. Bin enttäuscht von meinen Zuschauern. So. Und dann hier nochmal. Zack. Von da nach da. Immer ganz wichtig, hier diese Brücken reinmachen, weil wenn nämlich diese Linien beim Breadboard unterbrochen sind, dann sind die unterbrochen. Punkt. Also auch die Leitung dahinter ist dann weg. Unterbrochen, kaputt, tot, Verderben, Ende. Wo war jetzt der Plus und wo war Minus? Ah, da. Äußere Kante ist Minus. Das heißt, von hier nach da in etwa. Ja, eben, denke mal, dass die nichts kostet. Streetbarett. Jetzt hat er mal das Kabel abgerissen. Ich glaub's nicht. Ich muss hier aber ein bisschen zudrücken, weil sonst nimmt er mal die Isolierung wieder mit. Genau so nämlich. So, aber da geht es jetzt aus mit der Isolierung. Da will ich dem jetzt aus farbtechnischen Gründen, will ich die da drauf haben. Von da nach da passt genau. Da tun wir die ganz dahin. Und dann ist hier Masse und hier VCC und hier VCC. Dann das Ganze in Blau für Masse. Tun wir ja farbtechnisch schon ein bisschen schön machen, wenn wir es schon da haben. Nützt ja nichts. Nützt ja nichts. Zack, von da nach da draußen, also ein bisschen mehr. Hat ja auch wieder einwandfrei funktioniert. Man merkt einfach, die Kabel sind nicht zum Abisolieren gemacht, sondern einfach zum mit dem LSA-Tool zum Auflegen in eine Netzwerkbuchse gemacht. Eindeutig. So. Zack und zack. Von da nach da oben. Ach, das wird ein Kunstwerk, wird es. Ein Kunstwerk. Können wir das schon mal reinstecken? Dann nehmen wir für die 48 Volt AC, nehmen wir jetzt grün. Wechselspannung ist grün. Seit heute. Da können wir beides die gleichen Farben nehmen, zum Glück. Krieg's nicht abisoliert, keine Chance.
Von da nach da. Einmal hier anschneiden, 90 Grad versetzen und ja, dann geht's. Zack, zack. So. Wonderful. Einmal da, 90 Grad versetzen. Zack. Ah, so geht's. So geht's echt gut. Auch nicht so zufrieden. Ja, ich bin mit der eigentlich deswegen gut zufrieden. Ich habe mit der früher die USP MK2, die Flachbandkabel, habe ich da damals abisoliert mit der. Und das ging echt brutal gut. Ich stecke jetzt eins weiter hinten rein, weil das Kabel ein Tick zu lang wäre sonst. Perfekt. Und Flachbandkabel abisolieren ging mit der echt enorm gut, muss ich sagen. Also da habe ich sehr gute Erfahrung gemacht. Deswegen habe ich es mir auch gekauft für die Flachbandkabel. Das war der einzige Grund, warum ich mir die damals gekauft habe. Zack, 90 Grad versetzen und zack. Und das ist jetzt auch echt ein Kabel, das ist echt Oberarsch, sage ich mal, weil die Isolierung ist schon einfach nicht dafür gemacht, dass die abgeht. Es ist schon einfach dafür gemacht, dass man das irgendwo reinkrimmt in eine Netzwerkbuchse. So. Somit haben wir hier unser Netzteil. Auf der Seite haben wir 5 Volt, auf der Seite haben wir 48 Volt. Dann hätte ich gesagt, lassen wir es für heute langsam gut sein, denn wie spät haben wir es? 9:30, 20 vor 10 schon wieder. Da haben wir was, können wir am Donnerstag weitermachen oder, also, oder Donnerstag, Freitag, je nachdem wann ich stream. Im Discord, hier Link, schreibe ich es auf jeden Fall eh mit rein. Da könnt ihr dann schauen, wann ich das nächste Mal streame. Ich bin nämlich gerade unsicher, wann, wie, wo, was. Aber ich denke mal, auf jeden Fall am Wochenende, eher Sonntagabend oder sowas, denke, dass man auch noch mal, dass ich auch nochmal streamen werde. Morgen auf jeden Fall Stream mit dem Sensei-Hajo-Projekt. Da könnt ihr auch alle reinschauen. Da geht es wieder weiter mit Software. Da werden wir dann hoffentlich auch bald fertig mit dem Projekt. Ich kann jetzt hier mal auf Quatschen gehen. Wieder, soweit. Morgen geht es weiter mit Software. Es sollte soweit eigentlich funktionieren, denke ich mal, dass dann die Senseo von Matthias bald auch mal läuft. Donnerstag, ich will eigentlich ja, wie gesagt, ein bisschen kunterbunt mischen. Ihr könnt dann einfach entscheiden, was wir machen, hätte ich gesagt. Ich stelle dann ab und zu mal eine Umfrage, dann können wir schauen, ob ihr wollt, dass ich mal Pixelgrafik zeichne. Hier oben die ganzen Bilder, was da oben drauf stehen, habe alle ich gezeichnet. Und ich habe ja bekanntlich, wie ihr in YouTube gesehen habt, neue Messgeräte bekommen, also ein Dings, ein neues Multimeter und ein neues Oszilloskop. Und die müsste ich auch in Pixelgrafik nachzeichnen, dass ich es auch da oben irgendwann mal dazustellen kann, weil ich will eigentlich da oben ab und zu ein bisschen durchtauschen. Ja, also grundsätzlich gibt es, ich glaube, die, was so ein bisschen schräg sind, die Zangen, die glaube ich, gehen für Kabel einfach oder für Leitungen einfach besser als wie die, weil die ist einfach, die mit taugt die auch nicht. Also die geht für Flachbandkabel, dafür habe ich es gekauft. Da geht sie wirklich gut und ich glaube, sonst sind die anderen besser. Genau, dann morgen mit Matthias, übermorgen oder sonst Freitag oder Sonntagabend, Samstagabend. Wir werden auf jeden Fall ein paar Mal streamen die Woche, nächste Woche auch noch ein paar Mal. Soweit sollte es hinhauen. Freue mich auf jeden Fall auf euch. Wir sehen uns spätestens morgen alle miteinander. Vielen Dank fürs viele Zuschauen. Vielen Dank, dass heute so viele da waren von euch. Ich glaube, Dienstag ist doch der bessere Tag, so wie es ausschaut. Und ja, mal schauen, welche Tage sich rauskristallisieren. Ich freue mich auf jeden Fall mächtig drauf, morgen oder morgen definitiv zu streamen und dann die Woche nochmal zu streamen. Euch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Wochenteilung morgen und wir sehen uns. Oh, Kai-Uwe, grüß dich. Der hat auch zugeguckt. Das freut mich sehr. Ich glaube, Dienstag ist echt der bessere Tag. Doch, doch. Schreibt es in die Kommentare oder so. Euch allen schöne Nacht. Bis bald. Ciao.